nicht. Erstmal abchecken, wie die heißt. Ich bin dabei, du kannst dich hier nicht erkennen. Nee. Sollen wir? Okay, nochmal eins. So Freunde, euer Simon hier. Wenn ihr das Video gerade seht, bin ich gerade im Urlaub und ich dachte mir, ich nutze diese Gelegenheit, um euch mal zu zeigen, dass Body-IP nicht nur Simon Teichmann ist, sondern ich wollte einen Teil des Teams euch auch mal vorstellen, euch auch mal zeigen und ich war sehr, sehr gespannt. Ich habe den Leuten einfach mal gesagt, wer möchte, kann vor die Kamera kommen und stellt mal eure Top 3 Lieblingsvideos vor. Für euch ist es, glaube ich, ganz interessant auch mal zu sehen, dass es viele alte Videos gibt, die für euch auch empfehlenswert sind. Vielleicht kennt ihr die noch nicht, vielleicht habt ihr auch was von den Videos. Mich würde auch super interessieren, wenn ich mir das anschaue, was hatten wir damals für Videos, warum sind die vielleicht spannend für das Team. Ich wollte euch auch so einen kleinen Einblick geben, ein bisschen behind the scenes. Die Leute, ich habe gesagt, ihr seid völlig frei, ich habe keine Ahnung, wer sprechen wird, ich habe keine Ahnung, welche Videos kommen werden. Ich habe gesagt, ihr könnt alles sagen, was immer ihr möchtet. Das heißt, seid bitte, bitte, bitte sehr, sehr nett zu den Leuten. Das sind keine Profis oder Leute vor der Kamera. Die Leute, die dann vor der Kamera sind, werden euch unter diesem Video alle Fragen beantworten, die sie beantworten können. Das heißt, ihr könnt auch darüber ein bisschen kommunizieren und sie werden auch, damit ihr auch noch was davon habt, ihr Lieblingssupplement unter den ganzen Leuten, die geschrieben haben und Daumen nach oben geben, auch noch verlosen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt, was ganz, ganz Neues. Also, wie gesagt, seht das Ganze als ein kleines Experiment. Mich würde trotzdem sehr, sehr freuen, wenn ihr da einen Daumen nach oben gebt, wenn die Leute einfach sehr, sehr, sehr freundlich behandelt, damit, wie gesagt, die treten ja praktisch freiwillig vor die Kamera und haben das einfach noch nie gemacht. Ja, wie gesagt, ich bin super gespannt, was da für Videos rauskommen, warum. Ich habe auch gesagt, sagt vielleicht mal, warum das so eure Top 3 Lieblingsvideos sind. Sehr, sehr gespannt. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Werde mir das aus dem Urlaub dann anschauen. Und wenn euch interessiert, was ich noch im Urlaub mache, auf Instagram mache ich ein bisschen weiter. Braucht ihr bei den Videos einfach mal ein bisschen eine kleine Pause. Und wie gesagt, viel, 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 viel Spaß bei meinem Team, bei den Videos, die sie euch vorstellen. Und ich freue mich sehr auf diese Videos. Bis in einer Woche. So, Freunde, eure Mara hier, eure Maria hier. Wir haben heute den Auftrag bekommen, unsere Top 3 Videos von Simon vorzustellen und haben uns da ein paar Videos rausgesucht. Ein Favorit liegt eher bei mir, ein Favorit eher bei ihr und einen haben wir uns in der Mitte getroffen. Genau. Und die wollen wir euch heute mal vorstellen. Ja, fangen wir mit dem ersten an. Genau, Simon Teichmann, der beste YouTuber ever. Ja. Das kam, glaube ich, raus, als dann die Grenze zu den 250.000 Abonnenten überschritten wurde. Und gehört zu meinen Lieblingsvideos, weil ja, ich habe erst bin seit April hier und war mir halt anfangs nicht sicher, ob ja, wie mein Humor hier vielleicht auch ein bisschen ankommt, weil der halt auch nicht von jedem verstanden wird. Und dann ganz ehrlich, ich habe mir das Video angeguckt und habe mir gedacht, so, ich bin hier richtig. Ich habe lachen müssen, bis zum geht nicht mehr, meine Wangen haben wehgetan und es hat mir einfach gezeigt, dass man sich hier auch nicht so ernst nimmt, genauso, also ne, Simon ja. Genauso wenig ja. Halt, ne, also dass man den auch gerne mal auf die Schippe nehmen kann und ihm mal einen Spruch drücken kann. Das ist sehr gut auf jeden Fall. Was war so dein Highlight aus dem Video? Ich bin eine starke Frau. Ich möchte eine selbstständige, ja. Starke Frau sein. Wir blenden das auf jeden Fall auch mal für euch ein. Genau, genau. Schaut auch auf jeden Fall das Video nochmal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Also es ist echt super, super witzig. Ja, dieses Tschu. Tschüp! 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 Die besten Geräusche von Simon. Kamil macht es auch noch mal hinter der Kamera nach, falls ihr es gehört habt. Das ist wirklich so genial, das Video. Ich suche mein Ei. Ich suche, ja, mein Ei. Einfach ein paar Zusammenschnitte, echt super, super geil gemacht. Also an der Stelle auch mal großes Lob an Kamil, der das Video zusammengeschnitten hat. Also zeigt einfach, wie talentiert du bist. Also habe ich dir auch schon mal gesagt. Also Respekt. Ja, die Jungs hinter der Kamera auch wieder dabei. Und ein bisschen. Jetzt fällt mir gerade noch ein, dass wir uns ja vorstellen wollten eigentlich auch nochmal, wer wir denn sind. Maria, stell dich nochmal ganz kurz vor. Genau, also mein Name ist Maria, ich bin seit April bei Body-IP und kümmere mich teilweise um den Kundensupport. Der eine oder andere hat vielleicht auch schon mal eine E-Mail von mir bekommen und mache aber auch Projektleitung unter anderem für eines der etwas komplexeren Projekte hier jetzt, was wir im Moment planen, das ist nämlich das Trainingssystem. Und versuche da einfach alles zusammenzuhalten, zu organisieren und trete den Jungs auch mal in den Hintern, wenn es sein muss, damit sie das machen, was ich möchte. Genau, ja. Maria bei uns im Team und ja, meine Wenigkeit, Frau von Simon, gebe mein Bestes, damit der Mann funktioniert.
Genau, und Mama unserer wundervollen Tochter. Kommen wir zum zweiten Video, was eher auf meinen Mist gewachsen ist. Das Video Ich bin Papa. Mhm. Und ja, das Video ist natürlich jetzt ja, bald 3 Jahre her schon, ja. Im August 3 Jahre her. Und wow, ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut und es ist echt ja, sehr bewegend. Es hat nochmal einen kleinen Geburtsbericht mit drin. Ich hatte einen eigenen Geburtsbericht auf meinem Channel, auf dem Frauenkanal. Ja. Aber das da nochmal so zu hören, wie der Mann das auch erlebt hat. Und ja, ich kenne Simon ja anders als ihr alle. Ja. Ja. Wäre auch schade, wenn nicht. Und in dem Video... In dem Video spiegelt das mal so ein bisschen sein wahres Ich. Ja, und deswegen ist das so mein Favorite von den ganzen Videos. Und einfach nochmal schön zu sehen, so nach 3 Jahren, 3 Jahre unsere Tochter schon auf der Welt und wie er berichtet, wie die Kleine das Licht der Welt erblickt hat. Und ja, das ist echt... Ein Highlight. Und dann das dritte und letzte Video, was uns beiden einfach echt gut auch gefällt, ist das Bananen-Haferflocken-Cookies-Video von vor 5 Jahren. Die esse ich immer noch. Ja, es begleitet uns einfach immer wieder. Das Rezept, man muss sich das Video nicht mehr anschauen, man kann es mittlerweile natürlich voll und ganz auswendig. meine Tochter, unsere Tochter liebt es. Es ist super zum Mitnehmen. Einfach alles zusammenmanschen und das Geilste finde ich aber an diesem Video, wie Simon da einfach ist. Es ist so geil mit einer kleinen, also es ist echt knuffig anzusehen. Wirklich knuffig anzusehen. Wir blenden es nochmal rein. Genau. So Freunde, euer Simon hier. Es ist Mittwoch ganz früh morgens. Wir stehen in der Küche und machen uns ein köstliches Frühstück. Also er wirkt da ganz anders. Also mit einer Fiepsstimme so ein bisschen teilweise. Hallo. Nein, ganz unsicher vor der Kamera. Aber, ja, also was hat man bei den älteren Videos halt generell? Ja, ja, also genau. Da habe ich auch erstmal gedacht so, ist das Simon? Ja. Also ist das seine Stimme? Sind das die Mikros vielleicht und so? Aber okay. Komplett unsicher noch vor der Kamera. Aber wenn man seine Story kennt, man muss ihn ja, ja vor die Kamera schubsen und ihn dazu zwingen, diese Videos zu machen. Das werde ich irgendwann dann Victoria zeigen und sagen, guck mal, da macht Papa deine Cookies. Ja. Genau. Das sind unsere Top 3 Videos. Mhm. Wir haben heute aber auch noch was anderes für euch. Wir haben noch eine kleine Verlosung von unseren Lieblingssupplements. Mein Lieblingssupplement ist das Whey in Geschmack Cappuccino. Ich liebe es einfach. Es schmeckt wirklich so, so genial. Ein paar Eiswürfel noch rein. Einfach leckerer Eiskaffee. Meins ist der Post 2.0. Ich trainiere auch, jetzt also nicht so hart wie du. Ich mache das so ein bisschen so um Schadensgrenze. nee, aber mit dem Post 2.0 muss ich ganz ehrlich sagen, ist das so, dass ich mich nach dem Training dann einfach auch entspannter fühle und auch das Gefühl habe, Muskelkater ist bei mir dann nicht mehr ganz so schlimm, wie jetzt, wenn ich es halt nicht nehme, weil dann einfach auch für mich, da habe ich das Gefühl, die Muskeln regenerieren einfach viel, viel schneller. Und ich mag ihn auch geschmacklich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, Eistee ist so mein Favorite. Und genau, das ist mein Lieblingssupplement. Genau, das verlosen wir für euch. Und kommentiert fleißig auch in dem Video, stellt uns Fragen. Wir beantworten die Fragen auf jeden Fall auch in den Kommentaren. Liked das Video gerne, wenn es euch gefallen hat. Genau. Schaut weiter bei Facebook, Instagram vorbei. Die besten Supplements, Body IP Nutrition, die besten Klamotten, VIP Wear. Bis ganz bald. Eure Mara. Und eure Maria. Ciao. Look out now, the cruise on its way. Mardi Gras is underway.